Hallo liebe Wii-Piloten, es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Mittelerde-Rewatch-Marathon geht weiter und heute sprechen wir über Der Hobbit, eine unerwartete Reise oder auch The Hobbit, an Unexpected Journey. Richtig, wir haben bereits über die Herr-der-Ringe-Trilogie gesprochen, jetzt sind die Prequels dran und ich gehe davon aus, dass diese Videos wesentlich mehr Gesprächsstoff liefern als die Herr-der-Ringe-Filme. Dann sind wir uns mal einig, die meisten lieben alle drei Herr-der-Ringe-Filme. Bei den Prequels, ja, da war das nicht der Fall. Da wurden die sehr gemixt aufgenommen. Es gibt sehr viele starke Meinungen in beide Richtungen. Und ich habe natürlich meine ganz eigenen Meinungen bezüglich jedes einzelnen Film in dieser Reihe. Deswegen Woche für Woche werde ich jetzt noch einmal über die Hobbit-Filme sprechen. Und ja, ich hau jetzt die üblichen Disclaimer raus. Wie immer wird es hier zu Spoilern kommen, zu sowohl Herr der Ringe als auch den Hobbit-Filmen. Seid euch dessen bewusst und ja, alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. Das sage ich bei jeder einzelnen Rewatch-Reihe. Ob Batman, ob Harry Potter oder ja, auch Spider-Man. So, ich glaube, jetzt wurden wirklich alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, nach der Herr-der-Ringe-Trilogie war Fantasy im Kino nicht mehr das gleiche. Fans der Bücher haben die Reihe geliebt, generelle Kinogänger haben die Reihe geliebt und selbst Filmkritiker haben die Reihe geliebt. Ich meine, fuck, wie viele Oscar hat Herr der Ringe 3 bekommen? Verdammt viele. Einigen wir uns darauf, es waren verdammt viele. Und dann hieß es irgendwann, wow, es wird eine Prequel-Reihe geben, die Hobbit-Trilogie. Und direkt, als dieses Wort gefallen ist, Trilogie, wurden viele Leute stutzig. Denn das Hobbit-Buch ist nicht gerade dick. Sollte man daraus drei Filme quetschen, die ungefähr so lang sind wie jeder einzelne Herr-der-Ringe-Film? Viele haben mich darauf angesprochen und meinten, Eve, das wird nicht. Dann hieß es kurzzeitig, dass Guillermo del Toro diese Filme inszenieren würde. Und ich so, ich liebe Guillermo del Toro, er hat einen sehr eigenen, geilen visuellen Stil. Ob Pan's Labyrinth, ob die Hellboy-Filme, ob Shape of Water, er hat einen sehr eigenen, coolen Stil und arbeitet auch sehr häufig mit praktischen Effekten. Und die Idee an sich fand ich cool, aber ich wollte Peter Jacksons Vision von Mittelerde beibehalten. Deswegen, als er gesagt hat, nö, ich mach's, ich komm zurück, war ich erstmal beruhigt, viele Fans waren beruhigt, dann kam der erste Film in die Kinos und die Leute waren gemixt. Viele bezeichnen den Film als generisch, viele bezeichnen ihn als langweilig, andere sagen, so schlecht war der doch gar nicht. Und das ist so ziemlich meine Haltung zum allerersten Hobbit-Film. Zugegebenermaßen, ich bin da ein bisschen subjektiv. Ich hatte damals ein sehr schönes Kinoerlebnis und kann mich wirklich jedes Mal zurückversetzen in die Zeit, in der ich diesen Film gesehen habe. Aber gleichzeitig muss man sagen, Peter Jackson hat damals auch einiges ausprobiert. Der Film wurde gedreht in 48 Frames pro Sekunde. Und ich weiß noch, als ich das im Kino gesehen habe, habe ich mich gefragt, spulen die denn gerade vor? Diese Bewegungen sehen einfach nicht organisch aus. Deswegen, ich war so froh, als ich ihn nochmal in der normalen Framerate gesehen habe. Ich sah, okay, wesentlich immersiver, wesentlich besser. Deswegen, dieses Experiment wurde auch sehr schnell auf Eis gelegt, denn im ersten Teil hat mich das verdammt gestört. Und ja, ich erneut, wie bei Herr der Ringe, ich habe die Bücher nie wirklich gelesen. Ich meine, das Hobbit-Buch habe ich mal als Kind gelesen, aber ich kann mich nicht mehr wirklich gut erinnern. Es steht, glaube ich, sogar noch irgendwo bei mir zu Hause. Da ist Smaug zu sehen und da ist der kleine Hobbit Bilbo zu sehen. Aber was dieser Film erneut macht, ist, er hat die Hook. Ich habe schon bei Herr der Ringe darüber gesprochen, dass jeder einzelne Herr der Ringe-Film die sogenannte Hook hat. Eine Eröffnungsszene, die einen packen muss und einem sagen muss, ja, das ist das Abenteuer, auf das wir uns begeben. Und wenn die nicht zieht, sieht häufig der Rest des Films nicht. Und ja, ich habe direkt die Eröffnungsmusik gehört. Es war wieder die Hobbit-Musik, diese Concerning Hobbit von Howard Shore. Und sagt, was ihr wollt über diese Filme. Howard Shores Musik ist nie schlecht. Es ist ähnlich wie bei Star Wars. Egal, wie schlecht der Star Wars-Film ist, John Williams' Musik ist immer klasse. Selbst bei The Last Jedi, selbst bei den Prequels, seine Musik ist immer großartig. Das Gleiche muss man über Howard Shore sagen. Wir haben hier sehr viele bekannte Stücke, sowas wie Concerning Hobbits, aber wir haben auch sehr eigene Musik. Denn wir fangen an mit Bilbo, gespielt von Ian Holm, was ganz witzig ist. Der Film spielt so 15 Minuten vor den Ereignissen von The Fellowship of the Ring, zumindest die Eröffnungsszene, weil es ist ja immer noch der Tag, an dem Bilbo Geburtstag hat und seine Feier stattfinden wird und Gandalf kommt und Frodo läuft auch durchs Bild. Ich so,
Eigentlich ist es cool. Eigentlich ist es cool, Ian Holm und Elijah Wood kurz wieder zu haben. Aber Elijah Wood sieht einfach aus wie 45. Man merkt, dass diese Filme wesentlich später gedreht wurden. Auch Ian Holm sieht um einiges älter aus, hat auch ganz andere Haare. Ich so. Also wenn man die jetzt back-to-back schaut, so wie sich das Peter Jackson wünscht, wird man schon etwas stutzig. Muss ich einfach sagen, aber die können ja nichts dafür. Die wollten die zurückbringen und die wollten so eine Konnektivität haben. Die wollten, dass die Filme erneut anfangen mit Bilbo, der sein Buch schreibt. Deswegen, ich verstehe es schon irgendwie. Und anstatt Galadriels Voice-Over, was wir im ersten Herr-der-Ringe-Film hatten, wo wir die ganze Schlacht sehen zwischen den Menschen und Elben und den Armeen von Sauron, sehen wir jetzt die Geschichte der Zwerge. Und ich muss sagen, ich mag das Intro. Viele mögen es nicht. Ich finde es ziemlich stark. Wir lernen die Stadt Erebor kennen, das Königreich der Zwerge. Und ich muss sagen, obwohl hier sau viel auf CGI gesetzt wurde, das ist nämlich so ein weiteres Ding, das Leute an den Hobbit-Filmen stört, ist es nicht mehr so praktisch, es ist nicht mehr so echt wie die Herr-der-Ringe-Filme. Ja, die Herr-der-Ringe-Filme hatten praktische Effekte und CGI. Die Hobbit-Filme haben sau viel CGI und hier und da mal ein ganz cooles Set. Was wahnsinnig schade ist, ich geb's zu. Nichtsdestotrotz, Erebor sieht unglaublich aus. Ich mag's auch, wie wir mit der Kamera reinfahren in diese Tunnel. Ich mag's, wie es elegant ausschaut und gleichzeitig liebe ich auch hier den Score. Was Howard Shore gemacht hat, wenn ich das Wort Erebor sage, habe ich die Musik in meinem Kopf. Wir lernen den König der Zwergen kennen, der auch den Arkenstone besitzt, den er für ein Zeichen dafür hält, dass er der rechtmäßige Herrscher ist von Erebor. Und direkt gibt es dieses Zerwürfnis zwischen den Elben und den Zwergen. Spannenderweise wird das gar nicht so dargestellt im Kinocut. Aber im Extended Cut schon, die waren sich da nicht irgendwie sicher und die Elben hatten das Gefühl, dass die Zwerge ihnen was geklaut haben. Die Zwerge hingegen waren der Meinung, dass die Elben zu undankbar waren. Also es geht im Grunde genommen darum, du hast mir zu wenig Geld gegeben oder du hast mich um zu viel Geld beschissen. Das ist dieser große monumentale Streit zwischen Elben und Zwergen. Zumindest kommt das so rüber. Ich wette, alle, die die Bücher gelesen haben, werden sagen, Eve, nein, da steckt eine wesentlich größere Geschichte dahinter. Aber in den Filmen ist das alles, was mir suggeriert wird. Und wir lernen diesen Thranduil kennen, gespielt von Lee Pace, der in diesem Film noch keine große Rolle spielt, aber seine Präsenz allein ist stark. Ich weiß, viele Marvel-Gucker kennen ihn nur als Ronan. Meine Güte, hat man ihn dort nicht benutzt. Aber in den Hobbit-Filmen macht man das schon ganz gut. Generell kann ich ja darüber sprechen, wie ich zum Director's Cut stehe. Ich habe den Director's Cut von allen drei Filmen zu Hause und ich werde dieses Jahr auch das allererste Mal den Director's Cut vom dritten Hobbit-Film schauen. Doch im Gesamten bin ich der festen Überzeugung, dass der Kinocut der Hobbit-Filme besser ist als der Director's Cut, weil es gibt so viele zusätzliche Szenen, die ich einfach nicht gebraucht hätte, weil das Pacing der Hobbit-Filme ist nicht so stark wie das Pacing der Herr-der-Ringe-Filme. Da kommen wir noch zu, aber es gibt so viele Szenen, wo ich mich frage, wow, ich verstehe, warum die es nicht im Film geschafft haben. Ich verstehe es wirklich. Es gibt ein, zwei Szenen, wo ich sage, das hättet ihr nie schneiden dürfen. Aber die Mehrheit der Extra-Sequenzen sage ich, ah, Bilbo läuft rum und guckt sich Easter Eggs aus Herr-der-Ringe an. Na, das ist ja toll. Jedenfalls wurde der Herrscher des Zwergenreichs Erebor langsam verrückt und goldsüchtig, was ganz spannend ist, weil es wird schon direkt mit der Idee gespielt, man kann auch wahnsinnig werden und abhängig von etwas werden, was nicht der Ring der Macht ist. Das ist eigentlich ganz cool, die Idee, was sie so später aus der Nummer machen. Dazu komme ich in Teil 3, aber hier hat das alles noch ganz gut funktioniert. Jedenfalls sagt uns Bilbo, und wo auch immer Krankheit herrscht, folgt auch etwas Böses. Und dann sehen wir, dass Smaug der Drache angegriffen hat, Erebor übernommen hat, die Zwerge vertrieben hat. Und das Coole ist, und das liebe ich tatsächlich an diesem Film, wir sehen Smaug nie wirklich. Wir wissen, es ist ein gigantischer Drache. Wir sehen mal seinen Schweif, wir sehen mal seine gigantischen Füße, aber ihn selbst sehen wir nie. Und das finde ich ziemlich cool, weil genau so baut man einen derartigen Schurken auf. Das ist im Grunde genommen ein Unexpected Journey. Es ist ein gigantischer Teaser für den nächsten Teil. Und ob einem der Film gefällt, hängt auch sehr krass vom nächsten Film ab. Ich meine, wenn der nicht abgeliefert hätte, meine Güte, wäre dieser Film absolut für die Katz gewesen. Und dann haben wir eine weitere Szene, die ich nicht gebraucht habe. Wir springen zurück erneut in die Gegenwart, also zum Anfang von Herr der Ringe 1. Und Frodo sagt, Gandalf kommt gleich, ich werde ihn direkt überraschen und ihm schon den Weg abschneiden. Ich so, müsst ihr euch wirklich so krass an Herr der Ringe 1 halten? Wollt ihr nicht gleich eure eigene Geschichte erzählen? Scheißegal, das machen sie genau danach, weil danach haben wir nicht mehr Ian Holm als Bilbo, sondern Martin Freeman als einen jüngeren Bilbo. Denn jetzt setzen wir 60 Jahre
vor den Ereignissen von Herr der Ringe an. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil Bilbo sieht komplett anders aus, wird gespielt von Martin Freeman. Das heißt, wenn Gandalf ihn trifft in Herr der Ringe, sagt, you have a date today. Ich so, doch, ziemlich sogar. Nicht ein Tag? Okay. Okay, das sind so diese kleinen Sachen, wo ich jedes Mal stutzig werde. Es gibt so ein paar Kontinuitätslücken, deswegen bin ich auch ganz froh, zuerst über die Herr-der-Ringe-Filme gesprochen zu haben und jetzt über die Hobbit-Filme. Aber sprechen wir jetzt über das, was mir richtig gut gefällt. Martin Freeman als Bilbo ist super, ich kann es nicht anders sagen. Das ist mein Lieblings-Hobbit-Charakter aller Zeiten. Ich weiß, krasser Hot-Take, ich weiß wie. Nicht Frodo, nicht Sam, nicht Merry, nicht Pippin. Nein, nein, nein und nein. Es ist Bilbo, es ist definitiv Bilbo, weil er einfach so identifizierbar ist. Er hat gar keinen Bock auf Drama, er hockt zu Hause, er macht sich schön sein Abendessen, er will einfach nur in Ruhe gelassen werden und sein Leben genießen. Auf einmal kommt da so ein Zauberer vorbei, Gandalf, und es ist erneut Gandalf der Graue. Und ich habe es ja schon in der Herr-der-Ringe-Reihe gesagt, ich mag Gandalf der Graue wesentlich mehr als Gandalf der Weiße, weil er einfach viel spaßiger ist und in diesem Film kriegt er wesentlich mehr Screentime. Und erneut, es gibt einen Auftrag, es gibt so einen Quest. In der Herr-der-Ringe-Reihe war es, oh mein Gott, das Schicksal von Mittelerde steht auf dem Spiel, weil Sauron da draußen ist, wir müssen den Ring der Macht zerstören und so weiter und so fort. Und hier ist es, den Zwergen wurde was geklaut, kommt, wir regeln das. Aber erneut soll ein Hobbit das Problem lösen. Das finde ich ganz spannend. Später im Film spricht auch Gandalf darüber, warum er so krass an Hobbits glaubt, warum es unbedingt Hobbits sein müssen. Und das finde ich tatsächlich verdammt schön. Aber dieses Hin und Her zwischen Bilbo und Gandalf könnte nicht geiler sein. Gerade wenn man überlegt, wie sehr sich die beiden lieben in der Herr-der-Ringe-Gegenwart und wie sie jetzt so zueinander stehen, dass Bilbo sagt, alter Mann, willst du mal nicht ein bisschen von meiner Veranda dich verpissen? So, ich habe keinen Bock, jetzt mit dir irgendwie auf ein Abenteuer zu gehen. Nein, hier gibt es keine Abenteuer, nicht für mich. Ich gehe jetzt nach Hause, ich genieße mein Leben, ich mache mir eine Pfeife, ich mache mir ein Abendessen. Ciao. Aber Gandalf markiert direkt seine Tür und am Abend kommen dann die Zwerge. Und hier, genau hier, kann ich schon mal sagen, Leute müssen ganz klar aufhören, Herr der Ringe mit der Hobbit zu vergleichen, okay? Weil das sind zwei so unterschiedliche Geschichten. Denn klar, gegen Herr der Ringe kackt der Hobbit ab. Kann man nicht anders sagen, gegen Herr der Ringe kackt der Hobbit absolut ab. Herr der Ringe ist ein Epos, Herr der Ringe vereint schon fast Monumentalfilm, Schlachtfilm, Fantasy-Epos und Abenteuerfilm. Und allein wenn man sich die Crew anguckt, die Gefährten, ich meine, wir haben sowas wie Legolas, Gimli, Gandalf, Boromir, Aragorn und Hobbits und so weiter. Das heißt, wir haben eine sehr unterschiedliche Crew. Wir haben Hobbits, wir haben Zauberer, wir haben Elben, wir haben Zwerge und Menschen. Und hier haben wir lauter Zwerge, ein Zauberer und ein Hobbit. Das heißt, die Crew ist allein schon nicht so interessant, dass wir so viele unterschiedliche Völker aus Mittelerde haben. Und sehr viele der Zwerge lerne ich nicht wirklich kennen, zumindest nicht in diesem Film. Und ich hatte bei Herr der Ringe das Gefühl, dass ich am Ende des ersten Teils jedes einzelne Mitglied der Gefährten gut kennengelernt habe. Das heißt, das macht Herr der Ringe definitiv besser, aber ich probiere diese Filme nicht zu sehr miteinander zu vergleichen, aber man will es irgendwie. Es spielt immerhin in der gleichen Welt. Wir haben auch sehr häufig die gleiche Cinematografie. Und gerade wenn sich unsere Helden auf dieses Abenteuer begeben und die Musik boomt und wir auch diesen Zwergen-Soundtrack haben, der übrigens auch wahnsinnig ist. Nicht nur die Erebor-Musik, auch die Zwergen-Musik. Wahnsinnig geil. Aber ja, man will es immer im Hinterkopf mit Herr der Ringe vergleichen. Und ich habe gelernt, das einfach sein zu lassen. Denn die Herr der Ringe-Trilogie und die Hobbit-Trilogie, die sind was Eigenes. Und ich probiere sie sehr stark voneinander zu trennen. Aber ja, ein paar der Zwerge bleiben definitiv im Kopf. Balin, dieser alte, weise Zwerg, der auch so eine sehr tragische Geschichte hat. Er war damals dabei, als die Zwerge vertrieben wurden aus ihrer Heimat und das erste Mal den Prinz Thorin Oakenshield so richtig triumphierend stehen gesehen hat. Er war bei der Schlacht dabei, als die meisten Zwerge abgeschlachtet wurden von Azog, diesem weißen Ork. Das ist ganz spannend, über den sprechen wir später noch. Er ist ein Mix aus charmant, witzig, aber auch tragisch und ein bisschen angeknackst. Das ist wirklich cool. Dann haben wir, ist es sein Cousin oder Bruder Dwalin, dieser Beefy-Zwerg, den finde ich auch ganz nett. Aber ja, Thorin musste funktionieren und Thorin Oakenshield funktioniert
ohne Ende. Es ist so ein bisschen, ich sehe sehr viele unterschiedliche Herr-der-Ringe-Charaktere vereint in ihm. Man merkt, dass er sehr angeknackst ist. Er lebt ein ganz anständiges Leben. Alle Zwerge tun das mittlerweile. Ich meine, sie sind Schmiede und sie sind angekommen in der Welt der Menschen. Aber er sagt, nein, aber ich habe ein Schicksal, okay? Und ich will mein Schicksal erfüllen. Das heißt, er erinnert so ein bisschen an Boromir, weil er diesen Stolz hat. Gleichzeitig ist er ja auch irgendwo der Auserwählte wie Aragorn, aber Aragorn wollte sich ja diesem Schicksal gar nicht stellen. Aragorn war jemand, der gesagt hat, alles, was ich tue, ist für diese Mission. Und er sagt, nein, es geht um meine Heimat, die wurde mir genommen und es geht auch irgendwie um unseren Thron und um unsere Blutlinie, denn wir verdienen mehr als nur Schmiede zu sein. Und man versteht ihn. Und die ganze Sequenz im Auenland macht wahnsinnig Spaß, wie die Zwerge Bilbo auf die Nüsse gehen. Bilbo wird ihn ja von Gandalf verkauft, als perfekter Dieb. Er sieht sich überhaupt nicht als sowas und fragt dann auch Gandalf, was soll die ganze Scheiße? Was willst du von mir? Ich bin Hobbit, ich bin hier groß geworden, ich will hier ganz in Ruhe leben und ich habe keinen Bock auf irgendwelche Abenteuer, aber irgendetwas wird dann doch in ihm wachgerüttelt. Er fragt sich, ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und sagt sich, fuck it, ich gehe mit, ich komme doch mit auf dieses Abenteuer. Und das macht die Dynamik zwischen Bilbo und den Zwergen tatsächlich interessanter als die Dynamik zwischen Frodo und den Gefährten. Weil die Gefährten waren alle von Sekunde 1 Go Frodo. Abgesehen von Boromir, aber auch nur aufgrund des Rings, der ihn ja verführt hat. Bei den Zwergen ist es so, dass sie ihn häufig angucken und sagen, ja, du bist hier absolut deplatziert, fehl am Platz. Bitte sei uns keine Last. Vor allem Thorin sagt das alle 2 Sekunden. Und Bilbo muss sich beweisen. Bilbo muss auch so ein bisschen sein luxuriöses Leben aufgeben. Ich meine, eine Sekunde lang sagt er, oh, lasst uns zurückreisen, denn ich habe mein Taschentuch vergessen. So ist er doch gepolt. Er muss sich erst wirklich entwickeln über diese Filme. Auch wenn er ein Schwert in der Hand hält, er weiß gar nicht, wie er das benutzt. Selbst Frodo konnte das besser als Bilbo. Aber das macht Bilbo so charmant. Und die Art und Weise, wie Martin Freeman das spielt. Er nimmt den Charakter absolut seriös, selbst in den witzigeren Szenen. Und genau das funktioniert sowas von stark. Und dann lernen wir auch erneut andere Aspekte von Mittelerde kennen. Zum Beispiel einen anderen Zauberer. Radagast den Braunen. Habe ich ihn gebraucht? Nein? Okay, ich kenne das Buch nicht, aber der Typ hat Vogelscheiße auf dem Kopf und ist ein bisschen verrückt. Aber hier wird schon mal so ein bisschen angespielt auf Herr der Ringe-Lore. Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, die Hobbit-Filme sind immer am besten, wenn sie ein in sich geschlossenes Abenteuer sind. Und jedes Mal, wenn sie probieren, diesen Epos von Herr der Ringe einzufangen, gelingt es ihnen nie so gut wie bei Herr der Ringe. Aber wir merken, dass irgendetwas zurückkehrt, irgendetwas Böses. Spinnen befinden sich langsam im Wald, die Tiere werden krank und Radagast ist felsenfest davon überzeugt, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Er hat sogar in Dol Guldur hat er das Schwert gefunden von hier Angmar, diesem Witch King da aus Herr der Ringe und überreicht das auch Gandalf und dort gibt es anscheinend den Necromancer. Wir alle wissen, wer das ist. Das ist Sauron und Sauron kehrt jetzt schon langsam zurück. Schon Foreshadowing für seinen Feldzug, den wir später dann am eigenen Leib erleben in der Herr der Ringe-Reihe, was ganz cool ist. Deswegen hat Gandalf so 2 Aufträge. Auf der einen Seite sagt er, ja, ich will den Zwergen helfen. Auf der anderen Seite sagt er, Scheiße, ich glaube, da kommt was auf uns zu. Wir müssen zu den Elben gehen. Und das ist halt auch das Tolle. Jedes Mal, wenn er Thorin sagt, nimm doch Hilfe an von den Elben, sagt Thorin, nein, auf keinen Fall. Wo waren denn die Elben, als wir alles verloren haben? Da erinnert er mich auf einmal an Theoden, der nicht bereit war, mit Gondor zusammenzuarbeiten. Aber ja, ein ganz besonderer Ork, so ein weißer Ork, Azog, hat noch eine Rechnung offen mit den Zwergen, vor allem mit Thorin Oakenshield. Wir erfahren auch, warum er diesen Namen hat. Denn wir sehen diese unfassbare Schlacht erneut. Leute nennen diesen Film Familienfilm, so, haha, Familienfilm. Das ist kein Familienfilm. Ich meine, auf der Schlacht wurde Thorins Vater geköpft. Dieser Azog hat seinen Kopf gehalten, diesen Zwergenkopf. Und danach hat Thorin sich verteidigt mit einem Eichenschild, deswegen auch sein Name, und hat ihm den Unterarm abgehakt. Und dieser Ork möchte sich jetzt an ihn rächen. Das heißt, überall, wo die Zwerge hingehen, werden sie beschattet von Azogs Schergen. Was ganz cool ist, Azog ist komplett CGI und das ist auch so ein Ding. Das CGI bei Hobbit ist teilweise richtig stark. Ich meine, Figuren wie Azog sehen unglaublich aus. Später sehen wir auch nochmal Gollum und Gollum sah nie besser aus. Unfassbar, ich liebe die Szenen mit Gollum im Tunnel, zu denen kommen wir noch. Aber fast jede einzelne Kreatur, wie die Orks und so weiter, kommen aus dem Computer. Und das nimmt der Nummer echt was. Ich meine, wenn wir bei den Elben ankommen und wir diese tollen Kostüme haben, ist das wirklich brillant. Aber ein bisschen fehlt der Nummer was, weil echt alles aus dem Computer kommt. Und ab und zu sieht es halt auch aus wie in einem Videospiel. Dazu komme ich auch noch. Aber ja, wir kommen letztendlich bei den Elben an. Und da gibt es kurz so ein
cooles Herr der Ringe-Cameo. Ich meine, diese ganze Frodo-Nummer habe ich nicht gebraucht, aber ich finde es ganz cool, dass wir den Rat haben von Elrond, Lady Galadriel, Saruman und Gandalf. Saruman mal als guten Anführer dieses Zaubererordens zu sehen, ist ganz cool. Auch, dass er nichts von Radagast hält. Ich so, hey, ich auch nicht, Dicker. Ich auch nicht. Und Lady Galadriel, ich glaube, die hat was für Gandalf übrig. Ich glaube, die ist eventuell sogar in ihn verliebt. Und Cate Blanchett, sie altert nicht. Wie ist das möglich? Dieser Film kam, was, 10 Jahre nach Herr der Ringe 3 raus? Sie ist nicht einen Tag gealtert. Sie ist wirklich Lady Galadriel. Das probiere ich euch zu sagen. Und sie versteht auch direkt Gandalf und fragt ihn auch, warum Hobbits? Und er, vielleicht weil ich Angst habe. Vielleicht weil ich glaube, dass nicht nur die großen und bedeutsamen Wesen den Lauf der Dinge beeinflussen sollten. Vielleicht, weil sie mir Mut geben. Und das finde ich ganz cool. Er braucht Hobbits als Bestätigung für seinen Glauben an das Gute in dieser Welt. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. Die Zwerge verpissen sich, weil sie sagen, nee, wir haben gar keine Zeit, hier noch Zeit zu verbringen. Wir müssen weiterziehen, denn wir haben ja nur ein Zeitfenster. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt an den Toren von Erebor ankommen, weil dann schließt sich unser Fenster. Weil wir haben da eine Prophezeiung und es muss alles nach Prophezeiung geschehen. Und Bilbo hat auch immer wieder Momente, wo er sagt, ich will abhauen. Und hier muss ich sagen, im Kinocut ist da das Pacing einfach besser. Wir sind bei den Elben, wir haben die wichtigen Szenen mit dem Rad und dann ziehen wir weiter. Im Extended Cut haben wir so viel Slapstick mit den Zwergen, die zu viel essen und die Elbenmusik nicht leiden können. Ist das ganz nett? Ja. Habe ich das gebraucht? Nein. Hier übertreiben sie etwas mit dem Humor. Es ist mir ein bisschen zu albern. Und auch, dass Bilbo rumlatscht und das Schwert von Isildur sieht und so weiter und so fort. Das ist nett, das ist für Easter Eggs und für Leute, die sagen, ich kenne das. Aber ich so, ja, ich kenne das auch, aber ich muss es nicht nochmal sehen. Ich meine, ich habe 3 Filme verbracht, mir genau das anzugucken. Das heißt, ich muss nicht wirklich alle 2 Sekunden Tie-Ins zu Herr der Ringe haben. Der Rat funktioniert, weil er wichtig ist für diese Handlung. Weil es ist ganz cool zu sehen, dass etwas im Hintergrund sich langsam bewegt und sich was tut mit Sauron. Und auch, dass Saruman sagt, nee, das kann ja gar nicht Sauron sein. Ich so, ja, du wirst dich ihm eher anschließen, du Arsch. Nichtsdestotrotz, die Nummer geht weiter. Und hier fällt mir auch was auf. Man lässt diesen Zwergen und Bilbo nicht einmal so 10 Minuten, wie sie einfach nur miteinander interagieren, was ein weiteres Problem ist. Es muss alle 2 Sekunden was passieren. Entweder werden sie verfolgt von den Orks mitten so auf dem Feld, da finden die übrigens auch ihre Waffen und das ist auch Bilbos Schwert, das ja zu Stich wird, das dann später auch Frodo haben wird. Dann haben wir ja später diese lange Sequenz mit den Goblins und wir haben auch die Trolle zwischendurch. Ja, die Trolle, diese versteinerten Trolle, die man gesehen hat in Herr der Ringe 1, die sehen wir. Wir sehen, dass die echt probiert haben, die zu kochen und das ist auch eine ganz nette Szene. Aber dann, wenn sie von den Elben abhauen, anstatt zu sagen, nein, wir haben jetzt einfach nur diese Mission weiterzuziehen und dann landen wir bei den Goblins, müssen wir auch zwischendurch 2 Steinriesen haben, die mit Steine aufeinander schmeißen. Habe ich das gebraucht? Nein, es ist ganz nett. Ich meine, es war damals überwältigend, diese Bilder im Kino zu sehen, aber jetzt, wenn ich jedes Mal so einen Film zu Hause gucke, sage ich, das hätte man auch schneiden können. Es ist einfach ein bisschen zu viel. Man muss die Charaktere auch manchmal einfach nur atmen lassen. Erst recht, wenn man diesen elementaren Konflikt aufbauen möchte zwischen Bilbo und Thorin, wie sie sich langsam näher kommen als Freunde, brauche ich nicht alle 2 Sekunden eine Actionsequenz, die einfach nur da ist, um eine Actionsequenz zu haben. Aber wurscht, wir kommen zum Goblin-Tunnel. Und ich muss sagen, die Goblins, ein paar von denen, erinnern mich persönlich jedes Mal an die Vampire aus From Dusk Till Dawn, wenn sie so ihr wahres Gesicht zeigen. Bilbo wird von den Zwergen getrennt und landet ganz woanders. Wir kommen gleich zu ihm. Aber diese Szene im Goblin-Tunnel, ich habe gespaltene Gefühle zu dieser Szene. Erstmal der Extended Cut, nein, nein, wirklich nicht. Ich brauche nicht noch eine Gesangseinlage vom Goblin-König. Das braucht kein Mensch und es dauert auch viel zu lange. Da finde ich es ganz gut, dass er sich den einfach zeigt, offenbart, Thorin beleidigt und dann sagt, okay, bringt sie alle um. Das reicht mir total. Ich brauche nicht eine Gesangseinlage. Das zweite ist der Punkt, wo Gandalf zurückkommt. Weil Gandalf ist in diesem Film zwar mega cool und ja, Ian McKellen, muss eigentlich nicht sagen, dass er gut als Gandalf ist. Er war es schon in 3 Filmen und er ist hier mindestens genauso gut wie in Herr der Ringe 1 als Gandalf der Graue. Aber er ist halt Deus Ex Gandalfina, weil jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, zack, ist er da. Bei den Trollen, zack, war er da. Und jetzt bei den Goblins, zack, ist er da. Der Kampf in diesen Tunneln, der macht Spaß, aber der erinnert so ein bisschen
Ja, und das, was Scorsese über Blockbuster gesagt hat, eine Achterbahnfahrt. Wir haben sogar eine Kamerafahrt, die so reingeht wie in einer Attraktion und teilweise auch wie ein Videospiel, wenn dieser Stein so ein bisschen rollt und die Goblins kaputt gehen und der riesengroße Goblin zum Schluss rauskommt. Wie bei so einem Super Nintendo Endgegner, das ist schon ein bisschen drüber. Nichtsdestotrotz macht die Sequenz schon für das, was sie ist, dumm Spaß, muss ich sagen. Was ein Highlight ist, ist Bilbo, der tatsächlich Gollum trifft. Ja, er sieht auch den Ring das erste Mal und steckt ihn ein. Da haben wir ganz kurz diese Ringmusik. Darauf achten die eigentlich ziemlich gut, Howard Shores Musik gut zu benutzen. Es gibt eine Szene, zu der komme ich noch, wo es ihnen nicht sehr gut gelingt. Aber hier ganz kurz den Ring anzuspielen mit der Musik ist cool. Gollum sieht einfach nur glasklar aus. Und Andy Serkis Stimme wie immer super. Und dann haben wir eigentlich so ein Hin und Her zwischen Bilbo und Gollum. Weil Bilbo sagt, ey, hilfst du mir hier raus? Also nee, ich will dich essen. Dann lass uns doch ein Spiel machen. Wir werden uns jetzt gegenseitig Rätsel sagen. Wenn ich gewinne, zeigst du mir den Weg raus aus der Höhle. Und wenn du gewinnst, darfst du mich essen. Und Bilbo gelingt eigentlich alles. Doch dann fällt Gollum auf, er hat mir den Ring geklaut. Er flippt aus. Und er tut einem auch irgendwo leid. Weil ich habe es ja schon in Herr der Ringe gesagt. Dieser Ring hat sein Leben bestimmt und zerstört. Das heißt, er fühlt sich am wohlsten auf dieser Welt, wer dieses scheiß Ding in der Hand hält. Jedenfalls setzt sich dann Bilbo sogar kurz den Ring auf und ist kurz davor, Gollum umzubringen. Und das ist die Szene, über die Gandalf gesprochen hat im ersten Herr der Ringe. Pity. Ja, weil er hat Mitleid mit ihm. Er guckt sich sein Gesicht an und da sind einfach nur Tränen drin und Verzweiflung, weil er seinen Ring nicht finden kann. Also lässt er ihn am Leben und haut ab, was spannend ist. Weil hätte er Gollum getötet, ich weiß nicht, wie der Verlauf der Herr-der-Ringe-Trilogie ausgesehen hätte. Das sind immer diese Was-wäre-wenn-Szenarien. Ist Gollum nicht auch wichtig für die Herr-der-Ringe-Reihe, weil er Frodo den Finger abbeißt und dadurch den Tag rettet auf seine sehr abgefuckte Art und Weise? Ich glaube schon. Keine Ahnung, aber dieses Was-wäre-wenn-Szenario habe ich hier jedes Mal in meinem Kopf. Was wäre denn, wenn Bilbo ihn jetzt abgestochen hätte? Und auch hier, die Zwerge versammeln sich erneut mit Gandalf. Bilbo kommt dazu und Thorin sagt auch, ja, der Hobbit ist abgehauen, denn er gehört ins Auenland. Er hat mit uns nichts am Hut. Er ist einfach ein Schwächling und Bilbo hört das und sagt, guck mal, ich verstehe euch nicht. Ihr habt kein Zuhause, ich hab eins, aber ich möchte euch helfen, das zurückzuholen. Ich so, das ist so eine schöne Herr-der-Ringe-Hobbit-Szene, so eine herzliche Szene, wo du auch langsam merkst, dass Thorin etwas auftaucht und die sich anguckt und sagt, vielleicht kannst du ja echt was. Und dann haben wir direkt das Finale erneut. Wir können nicht atmen. Jetzt greift Azog an. Seine Schergen greifen an. Die verschanzen sich alle in Bäumen zusammen mit Gandalf. Und das ist eine weitere Szene. Wenn Thorin sagt, ich stelle mich jetzt meinem Erzfeind, spielen sie die Musik aus Herr der Ringe 1 auf dieser Wetterspitze, wo die Nazgul Frodo angegriffen haben. Ich so, kommt schon, ihr habt so geile neue Songs geschrieben für diesen Film. Warum müsst ihr hier einen Song nehmen, den ich mit einer ganz anderen Szene assoziiere? Das erinnert mich ein bisschen an Wonder Woman 84, erneut ein sehr schlechter Film. Aber es gibt eine Sequenz, die ihn noch schlechter macht. Zwei Sequenzen. Einmal, wo sie fliegt und sie spielen die Musik aus Sunshine, warum auch immer. Und zum Schluss, wenn sie mit Pedro Pascals Charakter spricht und sie spielen die Musik aus Batman wie Superman. Ich so, diese zwei Songs assoziiere ich mit anderen Filmen. Das macht mir gerade das Erlebnis etwas kaputt. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ich kann mein musikalisches Gehör nicht ausstellen, wenn ich diese Filme gucke. Es geht nicht. Und ich assoziiere bestimmte Melodien mit bestimmten Szenen aus bestimmten Filmen. Das heißt, hier gibt es erneut Punkteabzug. Was ich denn nun mal lassen muss, ist Folgendes. Thorin kriegt den Arsch versohlt und hier hat Bilbo seinen Moment. Er stellt sich schützend vor ihn hin und das, obwohl er gar nichts kann. Er fuchtelt mit dem Schwert, er kann überhaupt nichts. Aber die Tatsache, dass er bereit ist, sich so vor Thorin zu werfen, macht ihn zu einem richtigen Helden. Und hier haben wir eine unfassbare Entwicklung. Das ist der gleiche Typ, der den Zwergen gesagt hat, verpisst euch, ich möchte nicht mit euch Abendessen, ich möchte euch nicht mein Essen geben, raus aus meiner Küche. Und jetzt ist er so weit gekommen und das ist einfach nur wundervoll. Das ist das, was Herr der Ringe generell ganz gut kann. Das ist, was diese Filme ganz gut machen und ja, auch die Bücher höchstwahrscheinlich sehr gut machen. Jedenfalls dann erneut Deus Ex Machina Gandalf. Auf einmal kommen die Adler, weil die Adler kommen immer, wenn es Probleme gibt. Aber mit der gleichen Musik. Kommen, retten allen den Arsch. Und das ist auch der schönste Moment von Thorin, wenn er sagt, ich hab dir gesagt, du gehörst hier nicht her. Ich habe mich noch nie so geirrt. Nehmt ihn in den Arm. Die beiden dürften jetzt endlich Freunde sein und sagen, das Schlimmste haben wir hinter uns, oder? Da sieht man so einen kleinen Vogel, der pocht am Tor von Erebor und zack, ein Auge geht auf vom Drachen. Wir sehen nur das Auge. Wir sehen tatsächlich die Hallen, diese Schatzkammer von Erebor voll mit Gold. Und da öffnet sich ein Auge. Wir wissen im nächsten Film, Smaug, Baby.
Und das ist das Ende des Films. Und ich finde, der Hobbit, eine unerwartete Reise, ist ein netter, spaßiger, kleiner Fantasy-Abenteuerfilm mit Fehlern, mit viel zu viel CGI, mit ein paar Actionsequenzen, die einen zu sehr an Videospiele erinnern, mit viel zu viel, weißt du noch, und leider mit ein paar sehr unterentwickelten Figuren, gerade wenn es um die Zwerge geht. Ich weiß, sie fixen es ein bisschen, gerade Fili und Kili lernt man auch noch besser kennen in den anderen Teilen, aber ich bin ehrlich, ich habe die Filme mehrfach gesehen und ich kenne nicht alle Namen der Zwerge und ich kann sie auch nicht jenem Namen zuordnen, wenn man den nennt. Viele der Zwerge weiß nur ungefähr, wie sie aussehen und das sollte einfach nicht der Fall sein in einem Film, bei dem sich alles nur um diese kleine Crew von Zwergen, Bilbo und Gandalf dreht. Aber Bilbo und Gandalf selbst sind solche Scene-Stealer, die sind so gut im Film. Die Fantasie und zurück in diese Herr-der-Ringe-Welt von Peter Jackson zu reisen, seine Vision von Herr-der-Ringe von Mittelerde, ist großartig. Das heißt, ich finde diesen Film nicht so schlecht wie viele da draußen. Ich verstehe aber auch gleichzeitig die Beschwerden. Für mich ist er durchaus solide. Ich hatte damals Spaß mit ihm. Das war für mich so ein Versprechen. Der nächste muss besser werden. Und der erste ist halt der Aufbau. Und klar, der Aufbau von Zwerge holen sich ihren Schatz und ihre Heimat zurück ist nicht das gleiche wie das Schicksal von Mittelerde steht auf dem Spiel. Das darf man einfach nicht vergleichen. Ich sag's jedes Mal. Ich stehe aber auch dazu. Nichtsdestotrotz, ich hatte damals meinen Spaß und ich habe auch jetzt meinen Spaß mit dem Film im Heimat. Im Kino. Es ist nicht der beste Fantasy-Film aller Zeiten, aber für das, was er ist, habe ich ihn doch recht schätzen gelernt. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Hobbit, eine unerwartete Reise? Nächste Woche geht's weiter mit Smaugs Einöde. Ich glaube, das dürfte noch interessanter werden. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.